Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Skies of Acadia Legends. Und ich habe endlich einen Landeplatz gefunden hier im Ixataka Kingdom. Jo, nachdem wir letztes Mal fast draufgegangen wären, wenn ich nicht geflohen wäre. Im letzten Moment ist mir eingefallen, dass das ja auch noch geht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja. So, jetzt wie ihr hier seht, ich bin an dieser Stelle hier und hier ist Horteka. Wir können hier landen, das werden wir jetzt endlich mal tun. Oha, was sind das denn für Viecher? Hm, das sind ein paar Leute mit Masken im Gesicht. Die haben auch Speere. Bist du Kret? Bist du Kretja? Wie? Das Mädchen im weißen Gewand. Ist sie Kretja? Was? Reden die von mir? Wir sind Blue Rouge. Wir sind über den South Ocean gekommen. Du bist nicht Kretja. Ihr seid genau wie die anderen Männer aus dem Osten. Am besten verschwindet ihr gleich wieder. Ist ja ein netter Empfang. Was habe ich gesagt? Was meinen die mit Kretja und wer sind die Männer aus dem Osten? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Wir sollten den Anführer des Dorfes aufsuchen. Vielleicht kann er erklären, was hier los ist. Außerdem hat die Fahrt über den South Ocean unseren Spirit-Vorrat verbraucht. Wir müssen uns Moonstones besorgen, wenn wir je von hier weg wollen. Okay, lasst uns den Anführer des Dorfes finden. Vielleicht gibt es hier auch ein paar Moonstones. Na denn, auf zu den Moonstones. So, was sagst du, mein Sohn? Ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Ist ja sehr freundlich. Ja, war ein interessantes Dorf. Das ist hier so, ne? Ein in den Wald hineingebautes Dorf. Das ist so ein bisschen elfenmäßig, oder... Waldelfenmäßig, weiß ich nicht, aber es sind keine Elfen, es sind irgendwelche anderen Typen. Gut, dann wollen wir mal erstmal hier hochgehen. Ja, und geht's jetzt hier überhaupt irgendwie weiter? Anscheinend nur dieses Haus. Da bin ich irgendwie falsch gegangen. Na, schauen wir erstmal hier rein. Was gibt's denn hier Schönes? Ich frage mich, was das ist. Es sieht aus wie gemahlene Beeren und Kräuter. Ich frage mich, wofür sie verwendet werden. Ja, das frage ich mich auch manchmal so. Hallo, mein Freund. Früher haben wir Kretja und die Leute aus dem Osten durcheinander gebracht. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Und nu? Ah, es muss noch einen anderen Weg geben. Moment, ich schau mal erstmal nach. So, ich denke mal, hier von unten kamen wir, oder? Wir kamen von hier, ne? Wahrscheinlich, vermute ich mal. Hier können wir nach unten. Aber hier ist ja gar nichts. Doch, hier geht's weiter. Okay. Sehr interessant. Moment.
Kommen wir hier rüber oder was? Nee. Okay, hier scheint es doch nicht weiter zu gehen. Machen wir an dieser Stange hier hoch. Ah, tatsächlich. Okay. Na Weiß, das machst du aber schön. Kraxel, kraxel, kraxel. Meine Güte, wie hoch ist das denn? Also, da hätte ich aber keinen Bock drauf, da hoch zu kraxeln. Würde ich sowieso nicht hinbekommen. Bin eher unsportlich. Meine Güte, wie hoch ist das denn zum Kuckuck? Aber wahrscheinlich kommen wir jetzt erst ins richtige Dorf. Ja, das hast du aber schön gemacht, Weiß. So, was haben wir denn hier? Schauen wir erstmal in das Dorf, in die Hütte hier rein. Los, ganzen Tonkrüge durchsuchen. Wo habt ihr eure Vorräte versteckt, Freunde? Wir wollen alles haben. Okay, hier geht's runter. Wir kamen von der Stange, aber hier geht's runter. Okay. Von der Stange. Hier geht's doch nicht runter? Doch, es geht hier runter. Meine Güte! Hoho! Ist ja wie eine Achterbahn. Gott, oh Gott. Heiliger Vater, jetzt sind wir ja wieder ganz woanders. Meine Güte, hier soll man mal den Überblick behalten. Aha. Hallo, Freunde. Oh, eine Frau. Ja. Dann sprichst du halt nicht mit uns. Wer nicht will, der hat schon, würde ich sagen, ne? Es ist voller Beeren und gedörrten Fleisch. Sieht ziemlich lecker aus. So. Raus! Für Leute aus dem Osten gibt's kein Essen. Ach Leute, ey, seid doch nicht alle so unfreundlich hier. Dann gehen wir mal die Leiter nach oben. So, was haben wir? Ach, hier geht's noch weiter nach oben, aber hier geht's erstmal rein. Aha, und hier geht's. Das sind verschwingende. Was ist das? Ach, eine Truhe. Eine Sakri-Box. Das ist nicht schlecht. Was tingelt ihr so rum hier? Okay, weiter geht's hier nicht. Wir müssen also wieder die nächste Leiter hoch. Erstmal hier raus. Okay. Immer höher und höher. So, jetzt sind wir auf dem Dachboden, oder was? Hm, hier scheint nichts zu sein. Und es geht noch höher. Uiuiuiuiui. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir gleich ganz oben. Jetzt können wir hier langlaufen, was immer uns das bringt. Nun, das ist ein großer Bottich voller. Was es auch sein mag, es sieht klebrig aus. Ich möchte da nicht reinfallen, das ist sicher. Ja, keine Sorge, wirst du auch nicht. Okay, hier geht's links, rechts auch nicht weiter. Es ist ja relativ, es ist eine Flüssigkeit fast wie Honig. Das ist ein wirklich süßer Geruch, der den ganzen Raum erfüllt. Ja, ist ja alles schön und gut, aber wie komme ich jetzt hier weiter, Freunde? Ja, alles irgendwie nicht so. Ja, okay, das kennen wir schon. So, dann müssen wir halt wieder runtergehen. Ist ja ein bisschen komisch, dass wir hier gar nicht weiterkommen. Hä? Ach, hier geht's weiter. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und hier haben wir jetzt irgendwo ein. Da. Aber wir haben noch keinen
Fangdingens. Ah, hier, von hier aus können wir es fangen. Wo bist du, mein Freund? Da. Hab dich. Moonfish wurde gefangen. Sehr schön. So, dann geht es wahrscheinlich von hier aus. Ach, jetzt muss ich von hier aus wieder... Na, okay, dann machen wir die Rutschpartie halt. Wir waren ja noch nicht ganz am Ende. Okay, hier können wir wieder hochklettern. Waren wir da nicht schon? Hier können wir auch hochklettern. Ich glaube, wenn wir hier hochklettern, kommen wir nicht da, wo wir angefangen haben. Ich guck einfach mal. Sehr verwirrend das Ganze hier. Ja, das ist der Anfang. Hier war ja auch der Speicherpunkt und von da kamen wir. Nee, dann müssen wir doch die andere Leiter nehmen. Mann, Mann, Mann. Ja, hier sind wir am Anfang runtergekommen. Und dann haben wir dieses Ding hier genommen, ne, oder? Aber hier war ja auch noch eine Leiter. Moment, wo ist denn die Leiter jetzt? Ich weiß ganz genau, dass hier eine zweite Leiter war. Eben gerade. Das weiß ich ganz genau. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Das ist ja toll. Toll, jetzt darf ich nochmal den Weg zurückgehen hier. Wo war denn die zweite Leiter? Jetzt darf ich den gleichen Spaß nochmal machen. Sowas liebe ich ja. Also wenn ich jetzt da bin, dann nehme ich gleich die Leiter. Nun kraxel mal ein bisschen schneller, mein Freund. Wir haben doch nicht die Zeit dafür. So, jetzt hier runter, komm. So. Und das war das hier. Wir sind... Moment, von wo sind wir jetzt da rausgegangen? Wir sind hier irgendwo aus einem extra Ding rausgegangen. War das hier? Ne, hier war es nicht. Muss noch ein höher gewesen sein. Ich denke, hier war's. Genau. Und jetzt müssten wir gleich an derselben Stelle wieder sein wie eben. Genau, und hier war jetzt nee, doch nur die Leiter. Oh Mann, ey. Wieso? Ich habe doch eben eine zweite. Bin ich denn bescheuert? Ich habe doch vorher zwei Leitern gesehen. Ich raff's einfach nicht. Oder habe ich eine Halluzination gehabt? Ja, toll.
Ach ja, Leute, ich werde mal gucken, wo es weitergeht. Meld mich dann wieder, weil wir irren ja hier sonst wieder ziemlich rum und da, das muss ja nicht sein, ne? Und da ging es hier noch irgendwo weiter. Ach, hier waren wir noch nicht, ne, oder? Doch, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Nee, doch, hier waren wir noch gar nicht. Moment, gehen wir erstmal hier rein. Nee, hier waren wir noch nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Hallo. Die spricht nicht. Die reden wahrscheinlich alle nicht mit uns. Hallo. Jemand aus dem Osten habe ich nichts zu verkaufen. Ja, das ist... Wir müssen wohl erst mit dem Häuptling reden, damit der das Missverständnis aufklärt. So, wir könnten jetzt die Leiter hier runter oder wir könnten hier hoch. Und dann da runter. Gehen wir erstmal die Leiter hier. Ziemlich verworren das Ganze. Dann hier. Hier hoch. Oh, hier. Hier piept wieder was. Da. Ah, Jump plus 1. Den setze ich gleich ein. So, wo bist du? Achso, hier wahrscheinlich. Jump, genau. Sehr schön. Wo geht's denn da lang? Egal, schauen wir mal. Aha, hier ist wohl der Hafen oder so. Aber ich glaube, das bringt jetzt nichts, hier lang zu gehen, weil wir müssen erstmal den Häuptling finden und den finden wir bestimmt nicht am Hafen. Ne, da gehen wir erstmal die andere Seite weiter. Lustige Mucke übrigens auch hier. Ja, gut. Dann nehmen wir jetzt den anderen Weg. Wir sind ja erst die Leiter hier runtergegangen. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Und dann die Leiter runter oder das Ding nach oben. Mann, 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 ich habe mal noch viel Auswahl. Gehen wir erstmal runter wieder. Das geht sehr weit runter. Ah ja, was? Okay, okay, gut. Wir sind von der Leiter gekommen. Vielleicht ist ja hier der Häuptling drin, mal schauen. Okay, sieht nicht so aus. Hier ist irgendwie gar nichts. Dann gehen wir wieder. Was ist denn das? Da kommen wir noch rüber. Okay, ne, erstmal hier lang. Und hier rein. Mal schauen, wo es hier hingeht. Das denn für ein... Alter Schwede, hier geht's noch in einen anderen Abschnitt des Dorfes. Ey, hier kommt man ja... Wie willst du denn hier jemals dich zurechtfinden? Wer bist du denn? Ih, geh weg! Hau ab! Belästige mich nicht! Ja, dann eben nicht. Ja, wir sind hier wirklich sehr unwillkommen.
Vielleicht ist das da oben der Häuptling, keine Ahnung. Ich gucke mal eben nach. Schön wär's ja, obwohl hier geht's gar nicht rein, ne? Oder? Doch, hier geht's rein. Ah ja, ich glaube, hier sind wir richtig, weil hier ist auch ein Speicherpunkt. Ihr seid also aus dem Osten? Ihr seht müde aus. Möchtet ihr ein Zimmer für die Nacht? Das macht 160 Goldstücke. Im Moment nicht. Leute aus dem Osten werden genauso müde wie alle anderen. Macht euch keine Sorgen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr euch ausruhen wollt. Ja, und wer bist du? Also, ihr seid die Leute aus dem Osten, von denen sie alle reden. Da sind wir endlich richtig hier, wa? Na also, wer sagt's denn? Ihr seid also aus dem Osten. Euer Volk bringt Unglück. Verlasst sofort dieses Dorf. Moment mal, warum reden hier alle von diesen Männern aus dem Osten und diesem Quetscherzeug? Ich weiß nicht einmal, was ein Quetscher ist. Quetscher ist unser Gott. Vor Generationen, als der Riese kam, um uns zu vernichten, erschien Quetscher und rettete unser Dorf. Alten Prophezeiungen nach sollen die Quetscher aus dem Osten kommen und uns retten, falls unser Land jemals in Gefahr sein sollte. Ich verstehe, und da wir aus dem Osten kamen, denken hier alle, dass wir Quetscher sind. Aber wenn die Quetscher euch doch retten sollen, warum sagt ihr dann, dass die Leute aus dem Osten Unglück bringen? In diesem Augenblick zerstören Männer aus dem Osten unser Land. Sie behaupten, vom Land der Valua zu kommen. Valua? Die sind auch hier? Als die Leute aus Valua kamen, glaubten alle, dass sie Quetscher seien. Sogar der König kam, um sie zu begrüßen. Die Leute aus Valua sagten, sie wollten Moonstones. Wir nahmen sie mit zu unserem Sacred Mountain, wo wir Glow Rocks aufbewahren. Also zu unserem heiligen Berg. So, die Valuaner sind gekommen, ihre Moonstones zu stehlen. Und dann greifen die Leute von Valua uns mit feuerspeienden eisernen Schiffen an. Sie besetzten unseren heiligen Berg. Alle, sogar der König, kämpften, aber viele wurden getötet und der Wald brannte ab. Die Überlebenden wurden als Sklaven gehandelt, mitgenommen. Das ist ja furchtbar. Sie benutzen euer Volk, um Moonstones zu sammeln, damit sie Waffen herstellen können. Deshalb sind alle so sehr gegen die Männer aus dem Osten. Bitte, ihr müsst uns vertrauen. Wir sind anders als die Männer aus dem Osten. Wir bekämpfen die aus Valua, damit sie anderen nicht schaden können. Deshalb sind wir von so weit hergekommen. Wir brauchen einen Edelstein genannt Moonkristall. Du kannst nicht von ihm erwarten, dass er uns vertraut. Du verschwendest deine Zeit. Ja, Drachma, optimistisch wie immer. Bitte, ich sage die Wahrheit, bitte. Na, mein Freund? Erstmal eine Runde nachdenken, wa? Wenn du von diesem Dorf aus nordwärts fliegst, siehst du eine kleine Hütte inmitten des Waldes. Dort versteckt sich unser König. Die Könige in unserem Land haben von jeher den Sacred Green Stone von einer Generation an die nächste weitergegeben. Das ist vielleicht der Stein, den ihr sucht. Deine Augen, sie sind aufrichtig. Ich glaube euch, dass ihr hier seid, um uns zu helfen. Bitte rettet unser Volk. Aha. Danke, ich werde euch nicht betrügen. Na wunderbar. Gehen wir müssen ein Dorf retten. Jo, aber vorher wollen wir natürlich uns noch ein bisschen umschauen hier. Beziehungsweise, ja, wir werden mal übernachten kurz. Wir sind ja auch recht angeschlagen. Ihr scheint euch gut erholt zu haben. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr euch ausruhen wollt. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Nein, Quatsch. Jetzt gehen wir erstmal raus hier. So. Hier sind wir richtig. Allerdings wollen wir jetzt erstmal zu dem Waffenhändler und so zurück.
und zu dem Objektehändler, wo wir schon waren, denn da möchte ich ein bisschen einkaufen. Ich hoffe, die werden uns jetzt gewogener sein. Ich weiß, nee, hier war, glaube ich, so ein Ding nicht. Mal gucken, ob die Frau was anderes sagt jetzt. Mein Sohn wurde von den Valjuanern mitgenommen, um am Moonstone Mountain zu arbeiten. Jede Nacht habe ich furchtbare Träume, wie mein Sohn weint und am Moonstone Mountain leidet. Ich bin so furchtbar traurig. Ja, keine Angst, Mädel. Wir werden das Kind schon schaukeln. So. So, mal schauen. Hier könnten wir noch rüber. Gehen wir erstmal hier rein. Ich glaube, hier war ein Laden. Nein, hier war ja kein Laden. Okay. Ja. Ich habe nichts gesagt. Gehen wir erstmal wieder nach oben. Denn da oben war, glaube ich, was. So, hier die Leiter. Hier war was. Der Älteste sagt, ich soll dir helfen, obwohl es mir nicht gefällt. Werde ich also an dich verkaufen. Erstmal sprechen. Wir haben eine ganze Zeit lang keinen Krieg gehabt. Die Waffen waren nur zur Jagd oder zum Schutz vor wilden Tieren da. Seit jedoch die Valjuaner gekommen sind, habe ich begonnen, Waffen anzufertigen, die man gegen Menschen einsetzen kann. Na gut, dann gib mal her die Dinger. Ein Jagdmesser für Weiß. Haben wir auch noch was Besseres für Weiß. Okay, das ist hier... Achso, das ist ja keine... Das Jagdmesser für Weiß, das werden wir uns erstmal kaufen. Und natürlich auch... auswechseln, sehr schön. Einen Jagdbogen für Aika. Das ist sehr, auch sehr schön. Zack. So, dann haben wir Bergbau-Overall. Verteidigung und Magie. Aber Angriff und Mut. Oder was ist MU? Mut wahrscheinlich. Sinken ein wenig. Werde ich ihn erstmal nur... Warte mal, die Faserrobe für Aika und Fina, okay. Die goldene Rüstung ist für Weiß. Hier sinkt auch 24 und 11 und hier sind es 21 und 14. Magie ist nicht so wichtig, also wir werden die goldene Rüstung doch mal dem guten Weiß geben. Moment, wem gebe ich sie jetzt? Achso, Weiß, ja klar. So, Weiß gewählt. Gut, die goldene Rüstung, die kriegt Drachma natürlich auch. 21, 14, 24, 11. Ja, die Drachma kriegt die auch. Hätte ich vielleicht zweimal kaufen können. Drachma gewählt, so. Quetja-Feder. Die Ausdauer erhöht. Die verbessert Ausweichen und Verteidigung. Nee, das lohnt sich nicht. Goldene Rüstung, Faserrobe. Aika und Fina. Fina verliert allerdings Treffsicherheit und Ausdauer. Aber das andere ist natürlich eine Menge, was da plus geht. Deswegen werden wir die Faserrobe doch beiden geben. Und zwar Aika und Fina. So. Damit hätten wir alles. Jetzt haben wir unser Gold auch ganz gut ausgegeben.
geben. Jo, Freunde, im nächsten Part geht's dann wieder weiter mit Let's Play Skies of Arcadia Legends. Wir werden eventuell noch ein bisschen weiter einkaufen und uns weiter im Dorf umschauen, bevor wir dann zu dem König hinfliegen werden. Bis dahin, macht's gut, ciao, sagt euer Dreambird.